Ronny Günkel ist im Polizeipräsidium Frankfurt zuständig für Cybermobbing. Er arbeitet dabei eng mit Schulen zusammen und berät Lehrer, wie man gegen solche Attacken vorgehen kann. So, ist okay, wenn ich du zu euch sage? Ja, danke. Wie kann ich euch weiterhelfen? Worum geht's denn genau? Ja, wir würden gerne wissen, was die Schule dagegen, also gegen diese Aisha Gossip-Seite tun kann, weil es betrifft ja viele aus unserer Schule. Ja. Jetzt weiß ich natürlich nicht genau, was bei euch im Rahmen des schulischen Kontexts vielleicht schon gegen Mobbing gemacht wird. Aber die erste Maßnahme wäre natürlich, dass die Schule den Zugang von eurem Schulcomputer sperrt. Das wäre so das Erste. Ist das bei euch schon geschehen? Oft handelt es sich bei den Tätern um die eigenen Mitschüler, die mit einem im selben Klassenzimmer sitzen. In solchen Fällen sollte man sich zunächst Hilfe bei einer Vertrauensperson holen und den Konflikt offen ansprechen. Ist der Täter unbekannt, kann man den Betreiber der jeweiligen Internetseite auffordern, die Beleidigungen zu löschen. Reagiert dieser nicht, sind auch rechtliche Schritte möglich. Also generell kann man immer eine Anzeige dann erstatten, wenn eine Straftat vorliegt. Und das ist leider Gottes sehr oft der Fall. Man muss halt abwägen, was ist meine Motivation, mein Ziel. Möchte ich zum Beispiel wie bei Cybermobbing erstmal nur den Täter ermitteln, geht es mir darum, dass die Tat aufhört, dass man es rausnehmen kann, die Beleidigung aus dem Internet. Möchte ich, dass der Täter bestraft wird, oder geht es mir auch darum, vielleicht den Konflikt zu lösen? Weil beim Mobbing ist es ja meistens so, dass Mobber und Gemobbte sich direkt im sozialen Nahraum befinden. Das heißt, wir gehen zusammen auf eine Schule, wir sitzen zusammen in einer Klasse. Und da wäre es vor allem sehr sinnvoll, pädagogisch zu arbeiten und nicht unbedingt die ganze Sache vor Gericht zu bringen, wo es womöglich nur eingestellt wird oder wo es eine Auflage für den Täter gibt.